Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Wir sind immer noch in diesem Forschungslabor und gucken uns jetzt mal dieses Terminal an. Isotopeneindämmung. Sicherheitsabregelung in Isolation deaktiviert. Labor sollte evakuiert werden, bis Reparaturen vorgenommen wurden. Schutzausrüstung ist ständig zu tragen. Systemfehler. Isotopensicherung kompromittiert. Es wird zu äußerst Vorsicht geraten. Die örtliche Steuerung befindet sich im Sicherheitslabor C5. Anlageverteidigungssystem. Notfallüberbrückung. Anlage komprimiert. Führe Überbrückung aus. Jetzt was? Status auf Anlagen komprimierte gesetzt. Sämtliche Überbrückungen zurückgesetzt. Verteidigungssysteme eröffnen sofort das Feuer. Aha. Reinraum. Systemfehler. Zugriff gesperrt durch Benutzer Elwood. Innere Mailtransfer. Elwood Volum. Isotopensicherung. Will, das ist Wahnsinn. Selbst wenn du dich in dieser Verwaltungssteuerung hacken kannst, weißt du, dass passiert, wenn du einen Sicherheitsalarm auslöst? Ja, die Türen zum Reinigungsraum öffnen sich, aber das Erste, das durch diese Türen kommen wird, ist ein Haufen Roboter, die jeden lebenden Eindringling im Labor töten werden. Selbst wenn wir an ihnen vorbeikommen, sind dann noch die Geschütztürme. Einer ist sogar hier im Labor. Wenn du das wirklich machst, wirst du uns alle umbringen. Als befreien. Eher als befreien. Okay. Admin hacken. Wilfred. Meinst du, ich würde nicht merken, was du machst? Ich habe in der Sekunde eine Warnung über das Netzwerk bekommen, in dem du die Isotopensammlung übernommen hast. Du warst vielleicht der beste Hacker auf dem Campus, der CIT. Aber das ist Jahre her, und während du in Alaska Soldat gespielt hast, haben wir die besten Programmierer an unsere Sicherheitssysteme arbeiten lassen. Ich habe euch doch schon vor Wochen gesagt, dass ich euch aus dem Labor lasse, sobald die Forschung abgeschlossen ist. Erika und der Rest des Teams aus der Isotopensicherung auszusperren, nur um mich zu ärgern, bringt uns nicht weiter. Verpflichtende Überstunden. Guten Morgen allerseits. Ich weiß, dass ihr alle über Nacht hier wart und sicherlich müde seid, aber ich muss euch leider bitten, noch etwas länger zu bleiben. Dr. Elwood Wohl meinte, dass ihr kurz davor steht, das Problem mit dem Projekt zu... Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen. Das war mit dem Manöver, genau. Gelöschte Mail. Serverfehler. Backups konnten derzeit nicht wiederhergestellt werden. T. Franklin, was machst du da? M. Goodman, du bringst uns alle um. Elred, kein Durchkommen. Your Heavy, ich bin bei dir. M. Goodman, zum neuen Dosierungsmuster. Ja. Hier stand aber leider auch nicht drinne. Abgeschlossen. Ich finde eine andere Möglichkeit. Okay. Wo sind wir? Okay. Molly ist böse geworden. Alter, wo kommt das Ding schon wieder her? Das hat mich so erschrocken. Es ist einfach nicht wahr. Also Molly, was hast du für mich? Nichts? Dein Ernst? Jetzt hast du was für mich.
So, die Frage ist ja, wie müssen wir das angehen, dass es funktioniert, ne? Also hier waren noch Teile, die man mitnehmen kann. Und ich bin wieder mal überladen. Hey, was brauchst du? Ja, was brauchst du denn, ist doch eher die Frage. Eine Maschinenpistole brauchst du. Das. Das. Käfigrüstung mit Helm. Obwohl, ne, Lederkombi brauche ich ja. Ja. Weiß gar nicht, ich sollte mich erstmal umziehen, glaube ich. Du? Im Winter. Kleidung. Das ist eine komplette Rüstung, wa? Ja. Gehen wir erstmal hier hoch. Ach, so wäre man auch hier reingekommen. Aha, und wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ah ne, jetzt. Ach, warte mal, jetzt sind wir. Sind wir hier. Ah, okay. Haha, wie toll. Gut, gut, gut. Die Frage ist ja, welches muss ich jetzt da wie anordnen, dass das funktioniert, ne? Dann machen wir mal hier einen Speier. Vielleicht haben wir Lack oder so. Mal gucken. Uninfizierte Probe. Radioaktive Isotop benötigt. Wo finde ich das denn? Und dann mache ich das jetzt. So, Kobalt. Gold, keine. Okay, also hier haben wir schon mal Gold. Gold brauchen wir ja und Kobalt, glaube ich. Aber brauchen wir Salz mal? Achso, jetzt brauchen wir auch noch ein Isotop. Jetzt ist die Frage, woher kriegen wir dieses Isotop? Isotop. Wenn ich ein Isotop wäre, wo würde ich mich verstecken?
ein Isotop wäre. Ich bin mir natürlich unsicher, aber da müssen wir trotzdem lang. Erstmal. Da waren wir ja drinne. Die Leute haben hier wirklich den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen? Jeden Tag? Nee, das glaube ich nicht. Preston, das glaube ich nicht. Die haben eher geforscht. Bestimmt den ganzen Tag am Schreibtisch. Lass mich durch. Nicht ein radioaktives Isotop wäre. Ich kann nicht schreien. Jetzt komm mal her. Hey, ich bin ganz Ohr. Ja, wir handeln jetzt. Willst du Vorräte tauschen? Kein Problem. Ein radioaktives Isotop, wenn ich. Fusionskerne, 4 Stück. Allmählich habe ich eine ganze Sammlung davon. Okay, aber hier ist ja auch nichts. Ah, da ist noch eine Tür, da war ich noch nicht drin. Direktorschlüssel. Direktor. Fusionskern. Aluminiumdose. Das ist auf jeden Fall noch eine Zeitschrift, aber erstmal gucken wir hier rein. Reinraum. Alle Systeme normal. Persönliche Aufzeichnung. Anruf von Cap. Erica, bitte liest das. Ich habe einen sehr eigenartigen Anruf von Cole. Camp erhalten. Er hat sich nach dem Status des Projekts erkundigt und das alles, als ich ihm gesagt habe, dass wir immer noch nach dem Zeitplan hinterherhinken, war er nicht wütend, wie sonst immer. Er meinte nur, dass es sehr wichtig wäre, dass das Team heute weiter im Labor arbeitet und dass ich ihn kontaktieren soll, sobald das Projekt beendet ist. Es war fast so, als wollte er mir etwas sagen, aber ich weiß nicht was. Es war eine Warnung. Wurde eine Art Hummer getroffen. Ah, das habe ich doch auch schon gelesen, oder?
Ach nee, nee, hab ich nicht, aber ja gut. Es sind jetzt seine persönlichen Aufzeichnungen hier. Überall wird geplündert und die Leute kämpfen in den Straßen. Ich konnte ein Funkgerät und ein paar Vorräte auftreiben, aber auf dem Rückweg hatten mich eine verwirrte Kugel an der Schulter getroffen. Die Wunde und die Strahlenkrankheit haben mir die letzten 36 Stunden zur Hölle gemacht. Ich habe endlich die richtige Frequenz gefunden und einen Verbindungsoffizier erreicht. Aber der meinte, das Camp befohlen hätte, nur dann ein Rettungsteam zu schicken, wenn kriegswichtige Projekte oder Personen betroffen sind. Wenn wir sie uns holen lassen, ohne das Projekt abgeschossen zu haben, wird es uns wegen Hochverrats erschießen lassen. Ich muss das Team im Labor festhalten und wir müssen das Projekt zu Ende bringen. Kann nicht mehr lange durchhalten. Es gab ein Problem mit dem Reaktor. Die Druckwelle der Explosion muss die Dämmverkleidung beschädigt haben. Denn laut den Sensoren gibt es im Labor ein Leck. Außerdem hat Will versucht, sich in die Verwaltungssteuerung zu hacken. Bisher konnte ich das verhindern, aber ich glaube, die Wunde in meiner Schulter hat zu seinem Spezies geführt. Spezies. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalten kann. Erika, bitte liest das. Erika, es tut mir leid. Ich weiß, was ich nicht der beste Ehemann war, aber ich habe alles getan, um dich seit dem Angriff zu beschützen. Wenn du das hier liest, dann hoffentlich, weil ihr das Projekt zu Ende gebracht habt und mit dem Funkgerät Hilfe rufen wollt. Ich kann nicht länger durchhalten. Ja. Die Frage ist ja immer noch, wo ist dieses Isotop? Muss ja irgendwo sein, das Isotop. Ich werde nochmal alles durchgehen. Vielleicht finde ich es ja noch. Das radioaktive Isotop Einraumterminal. Wo geht's hier hin? Das Isotop. Wenn ich ein Isotop wäre, dann wäre ich ja eigentlich in der Nähe des Reaktors oder was. Hier unten schon dann? Da komme ich ja her. Ach, wieso nehmen wir nicht das hier? Das ist eine Probe. Das ein chemischer Schutzanzug. Aha. Muss auf jeden Fall irgendwas wegschmeißen. Was Schweres und Schrott. Gewicht 3 hier, Aluminiumkasten. Inventar. Kleidung, chemischer Schutzanzug. So. Kann ich jetzt irgendwie hier reingehen? Wie komme ich da hin? Das war es ja schon fast. Wahrscheinlich bin ich der Lösung sehr nah. Früher hat es bestimmt mal eine Menge Leute versorgt. Doch nicht. Soll ich jetzt hier rein? Jo. Nee. Das war's noch nicht ganz. Ach man,
da irgendwas finden kann. Ich weiß es nicht. Ist aber auch keine Tür. Ich bin noch nicht sicher, wie das zu lösen ist, das Problem. Dieser Schutz und so ist immer schon mal sehr schön. Ist zwar nur Verstrahlung, aber immerhin das, ne? Hier rein war ja dämlich. Ja gut, und hier bin ich wieder da, wo ich eben gerade auch war. Das kann es ja nicht sein. Das ist noch nicht ganz. Ich werde jetzt nochmal eben gucken. Ich habe jetzt ja noch diese andere Probe. Was ist das denn hier? OP-Tablett. Ich ganz genau umgucken. Aber wahrscheinlich ist das jetzt diese Top. Ah, hier. Du hast bestimmt deine Gründe, aber ja, sieht das nach Schrott aus. Hier ist auch noch ein. Aber wie viele hier waren? Drei Stück, die uninfiziert sind. Gucken wir nochmal diesen Computer hier an. Admin-Passwort. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Mann, immer diese Pion. Sicherheitstüren sind geöffnet. Tab. Welche Sicherheitstür denn jetzt eigentlich? Oder vielleicht hier hinten? Nee, warte. Hab da so eine Idee. Hier durchgehe. Ist die jetzt offen? Nein. Jetzt eigentlich schon genug, dass diese Tür offen ist. Aber die ist ja auch nicht offen. Jetzt hier die Probe. Probe. Sieh dir das alles nur an. Deuterium und Gallium. Tungsten. Radioaktives Isotop. Wie ging das denn noch? Irgendeine Tür muss ich doch geöffnet haben jetzt. Thank you.
Verstehe ich noch nicht so richtig. Als wir das benötigte Uran aus dem Isotopeneindämmung holen wollten, riegelte er sie ab. Und Mary war im Inneren gefangen. Er sagte, er würde die Verteidigungssysteme der anderen so einstellen, dass es aussehe, als wäre jemand im Labor. Isotopenlabor, I-238. Also hier muss irgendwo in irgendein Labor muss ich was übersehen haben. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Hier ist keine Person. U-238 brauchen wir. Ich sehe es nicht. Hier ist eine Person. Nee. Gut, aber vielleicht war sie das. Okay, wie komme ich da rein? Da muss ich rein. Sicherheitstür. Tür schließen. Nee, ich will die Tür nicht schließen. Ich will wissen, wo diese Tür ist. Nehmen wir doch diese hier. Nehmen wir doch diese. Jetzt habe ich sie gefunden. Getroffen. Verstrahltes Blut. U-238. So. Jetzt haben wir auch das U-238. So, was zu holen? Ich glaube nicht. Muss ich erstmal diese Türen schließen. Das regt dann ja auch. Dieses Gepiepe. Ach nein. Auch dieses Gepiepe abstellen. Sicherheitstüren. Sicherheitstüren schließen.
Türen werden verriegelt. So. Das macht immer noch diese Geräusche. So, in der nächsten Folge werden wir dann doch endlich mal rausfinden, was wir hier tun müssen. Dafür werde ich nochmal in den Computer reinschauen, damit wir auch nichts falsch machen. Und dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.